Gefühle bestimmen ihre Richtung. Ja, viele Christen sagen, ich muss doch Gefühle haben als Christ. Natürlich sollst du Gefühle haben. Und du sollst auch auf deine Gefühle ein Stück weit hören. Ja? Sag immer, höre auf dein Herz. Aber die Bibel sagt, verlass dich nicht auf deinen Verstand, sondern verlass dich von ganzem Herzen auf den Herrn. Und wenn mein Herz was anderes sagt, wie Gott und sein Wort, dann darf ich mich nicht auf meinen Verstand verlassen, der mich vielleicht fehlleiten will. Ja? Dann bin ich wie einer, der sein Haus auf Sand baut, auf seine Gefühle baut, auf Emotionen baut. Wer sich meiner Worte nur anhört, nicht danach lebt, der ist so unvernünftig wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Ja? Du kannst doch das Wort hören, du kannst es lesen, aber wenn du es nicht in die Tat umsetzt, dann hast du ein Problem. Weil der Glaube greift erst, wenn du es umsetzt, wenn du es in dein Leben packst. Ja? So ist es mit dem Glaube. Der Glaube wächst, indem ich Gottes Wort lese, höre, darüber nachsinne und es tue. Da fängt der Glaube an. Beim Tun, beim Anwenden, ja, bei der Proklamation des Wortes. Da fängt der Glaube an. Ja? Denn wenn ein Wolkenbruch, ja, dann bist du wie einer, der sein Haus auf Sand baut. Denn wenn ein Wolkenbruch kommt, die Flüsse über die Ufer treten und der Sturm um das Haus tobt, wird es einstürzen und kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Ja? So ist es auch, wenn wir unsere Gefühle, unser Leben auf unsere Gefühle bauen. Smith Wigglesworth, den ich sehr achte, seine Bücher habe ich geliebt und wirklich genossen. Das war der Apostel des Glaubens, der all das erlebt hat, was in der Bibel steht, auch die ganzen Krankenheilungen. Er hatte zu tausenden Menschen geheilt im Namen Jesu. Und er sagt auch, der Glaube an das Wort Gottes ist die Wurzel. Gute Gefühle sind die Frucht. Gefühle verändern sich, Gottes Wort nicht. Das sind gute Sätze, sowas schreibe ich mir auf, da habe ich mir Zitate gemacht. Das ist einfach ein guter Gedanke. Das ist ein guter Gedanke. Der Glaube an das Wort ist die Wurzel. Da muss ich meine Wurzeln tief graben. Dann bin ich wie ein Baum gepflanzt an den Wasserbächen, der sich seine Kraft zieht. Und er bringt seine Frucht. Die Frucht seiner Gefühle kommt, wenn ich erquickt und erfrischt bin durch sein Wort. Gefühle verändern sich, aber Gottes Wort nicht. Es ist wie ein Felsen, auf den ich mein Leben aufbauen kann. Ja? Psalm 1, 2 und 3. Glücklich zu preisen ist, wer Verlangen hat nach dem Gesetz des Herrn und darüber nachdenkt Tag und Nacht. Er gleicht einem Baum, der zwischen Wasserläufen gepflanzt wurde. Zur Erntezeit trägt er Früchte und seine Blätter verwelken nicht. Ja? So sollen wir wie zwischen den Wasserläufen gepflanzte Bäume sein, die sich ihre Kraft ziehen aus der Wahrheit des Wortes Gottes. Und das bestimmt meine Gemütswelt. Und das proklamiere ich über schlechte Gefühle, über Emotionen, die in mir hochkommen. Da proklamiere ich die Wahrheit des Wortes drüber und meine Gefühle erheben sich. Das will Gott tun. Ja, auch der Psalm 103 gibt uns da eine gute Anweisung. Ja? Du regierst deine Seele, du bist der Kapitän deines Lebens und du bestimmst über deine Gemütswelt und deine Gefühlswelt. Ja? Und wenn du Psalm 103 genau liest, dann merkst du, wie David seiner Seele befiehlt. Er befiehlt seiner Seele, den Herrn zu loben. Er befiehlt seiner Seele, dem Herrn zu danken. Er befiehlt seiner Seele, damit sich auch sein Gefühlszustand erhebt. Ja? Damit er auch wirklich auch Heilung empfängt. Er hat sogar Heilung verheißen. Also Vers 1, lobe den Herrn meine Seele und was in mir ist, seinen heiligen Namen. Ja? Alles, was in dir ist, lobe den Herrn und seinen heiligen Namen. Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, ist wieder eine Anleitung, vergiss nicht, was er dir Gutes getan habe. Sei dankbar, was Gutes in dein Leben gekommen ist. Sei dankbar,
Wenn du dankbar bist, wird sich deine Gemütswelt und deine Gefühlswelt erheben. Das ist eine Verheißung Gottes. Wer Dank opfert, der preiset mich. Und da ist der Weg, dass ich ihm zeige das Heil Gottes. Da ist der Weg, dass ich ihm zeige dass die Wahrheit des Wortes. Ja? Also lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Der alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen. In der Hoffnung für alle Übersetzung heißt es, und heilet alle deine Krankheiten. Da ist Verheißung drin. Lobpreis, Anbetung, Danksagung. Da kann Heilung fließen, auch durch die Wahrheit des Wortes. Ja? Heilung ist möglich. Ja? Also lass die Bibel dein Leben bestimmen. Ein guter Gedanke, die Bibel ist nicht nur ein Buch, es ist der Kompass für unser ganzes Leben. Die Bibel gibt uns Orientierung, sie gibt uns Lebenshilfe, sie gibt uns Richtung, sie zeigt uns, wie wir was gut machen können, damit der Segen kommen kann, damit der Segen fließen kann. Also lass das Wort Gottes dein Fundament sein. Und gute Gefühle stellen sich ein. Das kriegen wir an Hunderten, Tausenden von Bibelstellen so übermittelt. Ja? Baue dein Fundament auf das Wort Gottes. Und gute Gefühle stellen sich ein.